Die Solitude ist eine der berühmtesten Rennstrecken Deutschlands. Bereits 1903 wurde der Betrieb aufgenommen, 1965 schließlich eingestellt, weil der Naturkurs bei Leonberg in der Nähe von Stuttgart einfach zu gefährlich für die immer schneller werdenden Fahrzeuge geworden war. Ein großer Reiz dieser Rennstrecke besteht darin, dass sie praktisch in ihrem Urzustand erhalten ist. Ganz normale Straßen wurden abgesperrt und zur Rennstrecke zusammengefügt. Und genauso sieht das eigentlich heute auch noch aus. Freilich kann man sich heute kaum mehr vorstellen, dass in Spitzenzeiten über 400.000 Zuschauer die Strecke besucht haben. Im Mittelmaß lag die Teilnehmerzahl immer bei gut 200.000. Kaum mehr vorstellbar ist, dass auf der Solitude nicht nur Motorrad-Grand Prix-Rennen ausgetragen wurden, sondern sogar Läufe der Formel 1 in den 60er Jahren. Große Namen waren in den Starterlisten zu finden. Neben dem unvergessenen Wolfgang Graf Berger von Trips auch Weltmeister wie Jim Clark oder auch Jack Brabham. Ganz besonders verbunden ist die Solitude natürlich auch mit der Geschichte des Hauses Porsche. Der Amerikaner Dan Gurney gewann mit dem Porsche 804 eins von zwei Formel 1 Rennen, die überhaupt von Porsche je gewonnen wurden. So muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass jetzt bei der Neuauflage des Solitude Revivals die Firma Porsche natürlich auch ganz vorne als Sponsor mit dabei ist. Wir von der Oldtimer-Landtimer-App sind freundlicherweise von der württembergischen Versicherung eingeladen worden, worüber wir uns sehr gefreut haben und haben auch den Blick hinunter vom Württemberger Truck auf die Rennstrecke ganz besonders genossen. Seit 2008 wird nun auf der Solitude das Revival gefeiert. Und die 11,4 Kilometer lange Strecke mit über 120 Metern Höhenunterschied hat bis heute nichts von ihrem Reiz, aber auch nicht von ihrer Gefährlichkeit eingebüßt.